So, meine Lieben, Hallöchen und willkommen zu einem weiteren Deckprofile hier auf meinem Kanal. Und zwar möchte ich mich mal kurz bedanken bei der Facebook-Gruppe, bei der Deckbaugruppe von mir, die mir gestern noch zusammengeholfen hat, ein Deck zusammenzustellen für euch, damit das Ding auch gleich mal ein Update bekommt. Und das Ganze wollen wir uns jetzt erstmal anschauen. Ihr findet den Link zur Deckbaugruppe natürlich unten in der Beschreibung. Und wenn euch das Ganze hier gefällt, gerne ein Abo da lassen, damit wir jetzt mal zum Deck kommen. Nämlich geht es um das ABC Invoke-Deck, das ich jetzt mal für euch umgebastelt habe. Und zwar spielen wir hier folgendes. Wir spielen hier erstmal Symphonic Warrior. Die spielen natürlich auch die Gitarre. Das ist unsere Pendel Scale Engine und die können ein bisschen die ABC-Teile in den Friedhof reinwerfen, damit wir ein bisschen mehr tun können und all drum und dran. Damit wir eine zweite Normal Summon haben für den Erleister und all drum und dran. Und ich merke gerade, ich sage ein bisschen oft drum und dran, entschuldigt bitte. Und spielen wir natürlich noch 3 A und 3B und 3C. Das solltet ihr eigentlich alle kennen. C sagt Schwäche von der Hand, B ist Searched und A sagt nehmen von Grave auf die Hand zurück. Alistair, Normal Summon natürlich, um die Beschwörung zu bekommen, um die Invocation zu bekommen und dann Mechabar rauszulegen im First Turn. Und dann haben wir hier natürlich noch die Gitarre, die zusammen mit dem Mikrofon hier unsere Panel Engine ist. Dann spielen wir natürlich noch Handtraps, natürlich müssen wir Ash spielen, natürlich müssen wir Ogre spielen und natürlich Effect Veiler. Bisschen mehr als beim letzten Mal, weil wir wollen nicht, dass der Gegner so viel tut. Und vor allem, wir können hier auch gerne Second gehen, wenn wir es unbedingt müssen. Aber wir können auch gern First gehen. Daher ist das Deck wirklich ziemlich, ziemlich geil gebaut. Dann haben wir hier 2 Pot of Desires, schöne Draw Engine, Seelenlast, beste Karte. Dann haben wir hier natürlich Terraforming. Wir brauchen die Schmelze, wir brauchen den Hangar, um unsere Plays zu machen. Natürlich brauchen wir hier auch die Invocation. Die Invocation natürlich für Mechabar und für Purigato, der einfach mal kurz das Feld leer räumen möchte mit vielen Angriffen. Die Monster Reborn als Link-Material und all drum und dran. Meltdown, natürlich, um Leiste zu suchen. Und um unsere Versuchung ordentlich durchzukriegen und alles. Natürlich der Hangar natürlich mit drin, um die ABC-Teil zu suchen, um halt auch auszurüsten und schnell auf den Bastard zu kommen zu können. Dann kommen wir jetzt aber auch schon zum Extra-Deck, meine Lieben. Und hier habe ich 2 Mechabar drin. 2 reichen uns aus, wir brauchen keine 3. Und daher wollen wir den einfach nur First Hand hinlegen. Dann haben wir noch ABC Dragon Bastard. Der will einfach mal rauskommen, will eine Karte verbannen oder wieder Teile rausbekommen. Dann haben wir hier natürlich Purgato drin, der will natürlich mehrfach angreifen. Der Tornado Dragon, der unser MST ist oder unser Zwillingssister, Bambuska, um ein bisschen zu stallen, falls es mal wirklich sein muss. Aber Strailer gegen Dexifi mit dem Friedhof arbeiten. Borrelord einfach mal muss drin sein. Dann kommen wir auch schon hier zu den Träumer-Karten. Habe ich einfach mal das Troy My Lineup mit reingekriegt, dass man halt wirklich im Late Game spielen möchte, weil muss halt wirklich sein. Die haben alle ziemlich gute Effekte. Sie können Zauber- und Fallenkarten zerstören, sie können uns mehr Karten ziehen lassen, sie können uns eine weitere Normal Summon geben. Von daher sind die ziemlich, ziemlich gut. Dann haben wir hier noch unsere Decode Talker, die wollen wir natürlich auch basteln, wenn wir es brauchen. Deswegen haben wir hier einiges an Link-Materialien, an Link-Setup, was wir hier wirklich spielen wollen. Ja. Also ich muss sagen, das Deck ist ziemlich, ziemlich gut geworden, auf jeden Fall. Ihr könnt es natürlich auch gerne austesten. Ich habe euch das mal im Discord-Server hochgeladen. Da könnt ihr euch das Ganze downloaden. Natürlich natürlich ist das Ganze in der Beschreibung verlinkt. Side-Deck dürft ihr hier mal nicht beachten. Das ist ein älteres Side-Deck von mir. Was ich jetzt aber auch nicht wirklich viel benutzt habe. Auch so ein bisschen um zu testen und rumzubauen und so ein bisschen. Von daher. Aber ich verabschiede mich auch schon von diesem kleinen Deckprofil und von diesem kleinen, kleinen Video. Ich habe leider noch nicht geschafft, Replays mit dem Deck zu machen. Wir sehen uns aber beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao. Bis dann. Euer Luffy. Haut rein.